Hallo Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ankunft neuer Schrottautos plus Ankunft ein paar neuer Modellautos und eine kleine Formel 1 Sammlung habe ich gekauft. Ey, ja, ist diesmal nicht ganz so viel, aber trotzdem wollte ich euch mal gezeigt haben. So, wie kommen wir hier zu den kleinen Zeugs hier? Die hübschen hier habe ich auch gekauft. Die hat mir jemand sogar vorbeigebracht. Alles 1 zu 43. Nicht defekt, so gut, bei dem einen oder anderen ist vielleicht hier so die Hülle ein bisschen geplatzt, aber das ist jetzt hier kein Beinbruch. De Agostini ist es, glaube ich, oder müsste eigentlich De Agostini sein. Ja, auf jeden Fall diese Kollektionsdinger mit den Heften, die Heften habe ich jetzt weggeworfen, die brauche ich nicht. Weil die nehmen eh nur Platz weg und die braucht keiner, weil jeder die eigentlich schon hat. Und im Endeffekt will ja jeder eigentlich nur das Modellauto haben und dieses scheiß Heft. Klar gibt es den einen oder anderen, der auch das Heft haben möchte. Aber die sind stark in der Minderheit. Das ist wirklich so. Naja, die kommen alle in den Shop. Und die könnt ihr dann alle käuflich erwerben. So, und wir machen weiter. Hier haben wir jetzt den ersten Martin. Hier fehlt ein Spiegel. Ich glaube, ich habe aber noch Spiegel für den. Ich habe ja vor kurzem Ersatzteile bekommen. Und das genau für dieses Modell auch noch. Ah, könnte Glück haben. Könnte Glück haben. Hier auch. Muss ich mal gucken, ob die Spiegel noch irgendwie dabei liegen. Nee. Also hier, das ist ein Aston Martin DB2, irgendwie sowas heißt der. Das ist ein Triumph, wie man ganz gut hier vorne erkennen kann. Dann haben wir einen Chrysler 300H von BOS. Also die sind alle drei von BOS. Ihr seht hier unten an der Verpackung. Ja, ganz schicke Modelle. Gar nicht so schlecht. Bei dem muss ich noch gucken, falls die Spiegel noch da sind, gut. Wenn nicht, wird er halt zerlegt und in Teilen verkauft. Ja, mal ohne Spiegel bringt er mir ja nicht viel, ne? So, jetzt gehen wir hier noch weiter. Dann haben wir hier einen Bugatti Typ 59 in Gelb. In gutem Zustand mit Ersatzrad und Scheibe. Das ist ja auch schon bemerkenswert inzwischen. Ein Cadillac von Solido. Testarossa voll vergilbt. Boah, schon voll durch, ey. Der stand anscheinend jahrelang in der Sonne. Ja, man hat es jetzt nicht mal überlebt. Da muss ich mal gucken, was ich mache. Vielleicht B-Ware oder irgendwie sowas. Dann haben wir noch einen Ford V8. Von Solido, der ist auch Schrott. Dann der Porsche 906, der ist ein Autoart. Der wird zerlegt und in Teilen verkauft. Und das ist ein Audi Q7, meine ich. Oh, schweres Ding. Von Noref, Q8. Da fehlt ein Spiegel. Und der wird natürlich auch zerlegt. Also ihr seht schon, Arbeit ist wieder genug gekommen. Ich fange jetzt an mit meinem ersten Video. Und da präsentiere ich euch die China-Modelle von letztem Mal, die ich bekommen habe. Ja, die sind jetzt endlich mal dran. Und dann geht's mit Reparaturen los. Und wenn ich dann immer noch Zeit habe, werde ich das eine oder das andere Auto noch schnell zerlegen. Und ihr habt für den Sonntag noch viel zu gucken. So, für alle anderen, viel Spaß, lasst ein Abo da, liked, kommentiert und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Video.